Willkommen zu einem ganz kleinen Unboxing-Video. Heute haben wir Skylanders Swap Force auf der PS4 hier am Start. Und ja, ihr seht ja schon, das ist eine ziemlich dicke Packung, weil ihr kriegt ja nicht nur das Spiel, sondern auch die Spielfiguren dazu. Und es gibt ja unfassbar viele Skylanders zu sammeln. Und das Neue hat eben, wie man schon auf der Packung sehen kann, ganz brandneue Figuren, nämlich die Swap Force Figuren, die ihr austauschen könnt. Dazu kommen wir gleich. Und es ist im Grunde ein Spiel wie die früheren Skylanders Spiele, bloß eben wie gesagt mit diesen austauschbaren Figuren könnt ihr viel mehr machen. Es gibt über 55 Skylander zum Sammeln, steht zumindest hier, glauben wir das mal. Und jetzt, bevor ich mich hier noch weiter verplapper, reißen wir das Ding mal auf. Und zwar ganz vorsichtig. Ja, mehr oder weniger ganz vorsichtig. So. So, das ist eigentlich eine dicke Pappschachtel, das sehe ich schon. Das Spiel. Und Moment, das muss ich mal wenden. So, und die drei Starterfiguren und der Podest, das Portal eigentlich. So. Ich lege das mal hier hin. So, und das ist im Grunde, das seht ihr eigentlich schon den ganzen Inhalt. Ich nehme jetzt mal alles nacheinander aus der Verankerung. Oh yeah. Die Jungs sind aber gut befestigt, muss ich schon sagen. So, wir haben hier, Moment, da muss ich immer spicken, wer denn das eigentlich ist. Steht ja nirgends. Skylanders Profis werden sie jetzt die Hände über den Kopf schlagen. Aber ist ja egal, vielleicht finde ich das noch. Wir haben hier schon mal die erste Figur zerteilt, aber naja, das ist ein Konzept. Das sieht man hier. Die Figuren bestehen aus zwei Teilen und die werden durch zwei Magnete zusammengehalten. So, und schon ist der zusammen. Und das Ganze macht natürlich erst Sinn, wenn ich die nächste Figur auspacke. Das ist aber bombensicher mal verpackt. Also wer sollte das auseinanderbringen? So. Und hier haben wir die nächste Figur auch, die mit einem Knack zusammengeht. So, das Lustige daran, natürlich, man kann die tauschen. So. So. Und damit, damit könnt ihr natürlich auch neue Fähigkeiten im Spiel erhalten. Je nachdem, was für ein Oberteil oder Unterteil ihr habt, kriegt ihr entsprechend Fähigkeiten im Spiel. So, wir haben jetzt hier noch das riesige Portal. So, das Portal, also für alle, die es nicht kennen, für das Portal braucht ihr, damit die Figuren ins Spiel kommen. Im Grunde, ihr stellt es drauf und dann erwacht das die Figur zum Leben auf dem Bildschirm. In dem Fall die PS4-Version. Das ist einfach per USB-Kabel, kommt das dran. Ich habe hier gerade noch gesehen, hier sind natürlich auch noch eine Anleitung dabei. Die ist auch bombensicher hier verstaut.
weiß nicht, wie. Also, ich glaube, also Activision will wirklich sicher gehen, dass hier kein Teil hier verloren geht. Hier ist echt unglaublich, wie gut das alles verpackt ist. So, wir haben hier eine Anleitung und einige hübsche Skylanders-Karten. So, das kommt mal weg. Beziehungsweise, es kommt nicht weg, aber das wird es erstmal. Brauchen wir hier nicht mehr. Gut, und juhu. Wir haben hier die Namen der Figuren. Juhu, ich bin gerettet. Also, wir haben den Ninja Stealth Elf. Mhm. Ja, das ist allerdings keine Swap Force Figur, sondern ganz normale, ganz offensichtlich. Das ist der. Moment, das Moment, die Jungs werde ich hier hinlegen. Ups, also, da habe ich es gleich hin. So. Dann haben wir den Blast Zone. Das ist. Achso, Moment, das ist. Den muss ich noch zusammenbauen. Das ist der Bursche hier. Und wir haben den Washbuckler. Das ist der hier. Das ist dieser. Tja, was ist denn das? Ein Oktopus? Als Pirat. Gut. Und der Blast Zone, das ist einfach ein Ritter mit viel Feuer und Bomben, okay. Ja, und ein Ninja-Elf. Gut. Und wir haben hier lustige Aufkleber mit Codes darauf. Die zeige ich euch aber jetzt nicht. Aber, na ja gut, hier kann man sie grob zumindest sehen. Ja. Das ist dann auch ganz nett, natürlich. So, dann haben wir, was haben wir hier? Eine Kurzanleitung, ja, wie man das Ganze aufbaut. Gut, das ist ja klar. Die kann man, ja, das kommt per USB an die Kiste dran. Die Figuren kann man austauschen. Oh, das geht auch. Okay, gut. Ich bin jetzt wirklich nicht der Profi dazu, aber man kann die auch so kombinieren, die Figuren. Aha, das ist interessant. Das sind ja unglaubliche Mutanten. Ah nee, das heißt nicht, soll man das machen. Ach so, haha, das soll man nicht machen. Also vergesst das Ganze. Nur so, nur Kopf und Füße zusammen. Und bei dem X, also nicht das machen. Ach so, naja, gut, vielleicht sollte ich auch mal besser lernen, Anleitungen zu lesen. So, und was haben wir hier? Ein Poster, würde ich sagen. Ein ganz großes. Oh ja, wichtig. Das ist ein sehr schönes Poster. Okay, Jungs, ihr müsst jetzt hier mal allesamt mal hier weg. Ich muss das Poster hier mal ausbreiten. Wow, okay, das ist groß. Wir haben hier das Skylander Swap Force. Kompendium nenne ich es mal. Ja, hier seht ihr im Grunde, was ihr alles kombinieren könnt, welche Figuren es gibt und ja, könnt das Ganze eigentlich zu Hause aufhängen, wenn ihr wollt. Dann seht ihr nämlich auch gleich, was ihr noch kaufen müsst, nämlich diese ganzen Figuren gibt es natürlich überall im Handel, könnt ihr überall kaufen. Und ja, damit erweitert ihr nach und nach das Spiel. Also für Kinder ist natürlich das Ganze super, weil die können nämlich einerseits mit den Figuren so spielen und die natürlich auch im Spiel verwenden. Nette Idee grundsätzlich und ja, kann man sagen, ja, gut gemacht eigentlich und bringt auch Activision extrem viel Kohle. Ja, netter Nebeneffekt, würde ich sagen. Gut, jetzt als letztes haben wir noch das Spiel. Ja, da ist nichts dabei, da ist nur die Disc. Ja, eine ganz normale Blu-ray-Disc für die PS4. Ja. Jetzt zum Swappen, nicht zu stoppen. Ja, ein toller Spruch. Da steht auch nichts Neues drauf. Festplatte mindestens 20 GB. Oh, das ist immer ganz schön. Aber das schaue ich mir bei Gelegenheit nochmal an. Ja, das ist im Grunde der ganze Inhalt des Pakets. Hier ist nochmal die Packung. Und ja, da bekommt ihr eine ganz schöne Menge an Kram. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das alles spielt. Ansonsten, wenn euch das gefällt,
abonniert, könnt ihr das Ganze abonnieren, diese Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen.